So wie das Wetter beim Spatenstich lichteten sich auch einige Wolken in der Projektwetterlage des Haus des Lebens in Ipsitz, das nun nach 5 Jahren Vorbereitung durch den Verein Agil endlich realisiert wird. Hier im Zentrum von Ipsitz darf ich Sie im Namen der WAV, im Namen des Bauträgers, sehr herzlich willkommen heißen zu einem Spatenstich. Ich kann nur sagen, ich bin stolz, glücklich, aber auch dankbar, dass ich stellvertretend und inmitten all meiner Mitstreiterinnen vom Verein Agil vor Ihnen, vor euch stehen darf, um dieses Projekt, unser Haus des Lebens, noch einmal kurz vorzustellen. Das Haus des Lebens wird im Zentrum von Ipsitz in barrierefreier Niedrigbauweise errichtet und beinhaltet 27 Mietwohnungen in der Größe von 40 bis 85 Quadratmeter. Die Betreuung des Hauses als eine Art des betreuten Wohnens erfolgt einerseits ehrenamtlich durch Mitglieder des Vereins Agil und durch die Caritas, die auch im Haus Platz finden wird. Das Einzigartige: Die Wohnungen werden sowohl an ältere als auch an junge Menschen vergeben. 5 Jahre lang haben Sie an diesem Ziel gearbeitet, und ist das Ziel heute erreicht? Ich würde sagen, es ist ein erstes Etappenziel. Also wir sind ganz glücklich, dass das jetzt einfach in diesem offiziellen Charakter vorgestellt worden ist und dass jetzt wirklich der Spatenstich erfolgt ist. Das ist ja für uns ganz besonders natürlich, und wir haben uns auch sehr gefreut über die Ehren, die wir heute als Verein Agil zu hören bekommen haben. Ich meine, Leben tut es letztendlich erst, wenn es fertig ist von den Bewohnern. Das ist natürlich das große Ziel, dass wir wirklich diese Visionen, die wir vor dem Haus haben, auch wirklich in die Tat umsetzen können. Es geht einfach darum, wirklich in den Leuten die Liebe zum Wohnen zu entwickeln, sage ich einmal, oder das Miteinander. Eigentlich ist viel mehr das Miteinander, das dort passieren soll. Ipsitz ist sehr oft eine Vorzeigegemeinde. Ist das auch ein Vorzeigeprojekt? Ja, hier, das Haus des Lebens ist sicherlich ein Vorzeigeprojekt, und zwar deswegen, weil es zu einer Nachverdichtung des Ortsraumes kommt. Wir haben ja das Problem, dass die Nahversorgung ausfließt, und wir brauchen hier im Zentrum Druck, einen Bevölkerungsdruck, dass wieder Leben herrscht. Aber Sie haben auch sehr aktive Bürger in Ihren Reihen. Ja, wir haben ganz tolle Bürger, vor allem der Verein Agil. Sie arbeiten seit Jahren an diesem Konzept. Sie haben eigentlich alles jene Dinge entwickelt gemeinsam, die so im Haus dann passieren sollen. Ein Nutzungskonzept und alles, was natürlich dahinter steht. Obwohl das Projekt nahezu aus dem Ruder gelaufen ist die letzten Wochen. Ja, es ist natürlich so, wenn so ein großes Projekt in Angriff genommen wird, geplant wird, gibt es immer wieder verschiedene Diskussionen, verschiedene Meinungen, und die muss man einfach immer wieder zusammenführen. Das ist auch die Aufgabe der Politik. Herr Prokurist, Sie sind Spezialist auf dem Gebiet betreutes Wohnen. Hat Ipsitz einen besonderen Stellenwert, weil es aus einer Bürgerinitiative heraus quasi entwickelt wurde? Sie haben es richtig formuliert, also die Mitsprache und die Mitarbeit von Menschen aus der Basis bewirkt immer wieder, dass ein Projekt zu dem wird, was man sich auch vorstellt. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass in Ipsitz die Menschen vom Verein Agil, die Mitglieder vom Verein Agil so intensiv mitgearbeitet haben, um ein Projekt ganz einfach zu entwickeln. Und in dem Wort entwickeln steckt ja sehr viel drinnen, es denken viele Leute mit. Von allen verantwortlichen Bereichen, ob es die Förderstelle ist, ob es die Bauordnung ist, als Gemeindevertretung und Menschen, die drinnen wohnen wollen. Und dieses gemeinsame Mitdenken hat zu dem Projekt geführt, dass wir heute mit dem Spatenstich beginnen durften. Herr Landeshauptmann, Stellvertreter, Sie haben dieses Projekt seit Anbeginn verfolgt und unterstützt. Was ist für Sie das Besondere an diesem Projekt von Agil in Ipsitz? Als Andreas Hanger zu mir gekommen ist und gesagt hat, seine Schwester hat mit einem Verein ein Projekt, das zwar zu betreuten Wohnen gut dazu passt, aber doch etwas anderes ist, hat mich das Projekt zu interessieren begonnen, weil wir natürlich Interesse haben, dass Menschen, die quasi doch von ihrem Alter her eine besondere Wohnform für sich haben wollen, in einer Umgebung leben sollen, die speziell den Ort und den Charakter des Ortes zum Ausdruck bringen, und dass das durchaus in Ipsitz anders sein kann wie in Viehdorf oder Leobersdorf oder in Korneuburg oder in St. Pölten, und dass es hier ein Projekt gäbe,
wo man so quasi generationenübergreifend das Ganze gestalten möchte und der Verein sich da bereit erklärt hat, hier sich aktiv einzubringen. Betreutes Wohnen funktioniert nämlich nur dann wirklich optimal, wenn entweder die Gemeinde mit ihren Gemeinderäten, ihren Sozialgemeinderäten und Gesundheitsgemeinderäten oder eben mit Vereinen zusammenarbeiten und diesen Bau auch eine ganz persönliche Note, ich würde sagen mal eine Seele geben. Und das hat mich von Anfang an eigentlich fasziniert, wobei wir sagen müssen, dass junges und altes Wohnen oftmals auch Konfliktsituationen heraufbeschwört. Und dass das Interessante ist, wie geht man auch mit diesen unterschiedlichen Gewohnheiten natürlich um? Ältere Menschen brauchen vielleicht mehr Ruhe, etwas geringeres Tempo, junge sind vielleicht wesentlich aktiver dabei bei dieser Situation. Das ist natürlich eine spannende Sache und darum freue ich mich auch so, dass es durch Fragebögen aufbereitet wurde, dass das letztendlich wirklich aus der Bevölkerung kommt, dass die Mitglieder vom Verein Agil mit einer derartigen Intensität dieses Projekt über 5 Jahre, muss man sich vorstellen, wirklich betreiben und betreuen, dass ich sicher bin, dass auch wirklich eine gute Sache in die Realität umgesetzt werden kann. Und wenn man hier den Bau schon im Hintergrund sieht, dann ist es auch architektonisch sicherlich in der Frage der Ortskernverdichtung ein ganz ein wichtiger Baustein. Agil ist um und um zufrieden. Ja, und das macht mich glücklich. Ich habe eine Zusage bekommen, dass wir auch das agile Stüberl, dass wir auch dieses Projekt noch verwirklichen können. Die bauliche Umsetzung ist jetzt geplant und wir sind erst dann zufrieden, wenn alle Leute, die drinnen wohnen, glücklich und zufrieden sind. Ich gebe Ihnen mein Fahrzeug. Das ist ein gescheiter Haufen. So, dann haben wir da.